KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung vom KinoCast. Nummer 787. Ist das nicht? Ach nee, 187 war der Code in den USA. Nicht 787. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und hier ist der Erik am Start. Ich grüße alle. Und hallo Erik. Ja, hallo Erik. Hallo, hallo. Filme mitgebracht und Serien heute. Wir haben Cat Person und jetzt alle Dog Persons nicht abschalten. Ich bin auch eine Dog Person, aber der Film, den solltet ihr euch mal anhören, weil ich glaube, ja, wenn ihr auch so Kinofans seid wie wir, wird euch der Film vielleicht trotzdem nichts sagen, weil der fliegt so ein bisschen unterm Radar, aber der ist schon sehenswert, deswegen bleibt er auf jeden Fall dran, trotz des Titels. Ich habe noch im Kino gesehen Killers of the Flower Moon, den neuen Scorsese-Film mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen. Und die Kate hat gesehen Eine Frage der Chemie. Und dann besprechen auch noch Loki den aktuellen Stand, nachdem wir das ja irgendwie die letzten Male so ein bisschen vergessen haben oder bewusst verdrängt haben vielleicht, ich. nur du. Ja, starten wir doch mal rein. Cat Person wurde nicht getippt. Eine wirkliche Überraschung in der Sneak Preview. Ja, ist immer wieder schön, wenn sowas nicht passiert. Ne? Cat Person, Spielfilm, Drama, Komödie, Thriller von Susanna Vogel. Ich überlege gerade, die hat noch mal irgendwelche anderen Sachen schon gemacht. Die wir auch in der Sneak hatten. Mir fällt gerade partout das nicht ein, aber das ist schön, weil dann haben wir den Erik nebenan. Ich rufe das mal auf Booksmart. Booksmart, ja, siehst du, das war genau der, wo mir nicht eingefallen ist. Nee, da hat sie aber keinen. Bad Spice hat sie auch. Oder warte, Finger hat sie da drin. Regie geführt? Ich gucke gerade mal. Nee, da hat sie, glaube ich, das Buch. Ja, steht nicht bei Regie drin, aber ja, das aber Drehbuch hat sie für Booksmart. Ja. Auf jeden Fall bei Cat Person führt sie Regie. Cat Person erzählt die Geschichte von Margot, gespielt von Emilia Jones. Und Margot ist Studentin, so Archäologie-Studentin und hockt da auch bei in so einer Vorlesung und ist irgendwie auch der Liebling von ihrer Professorin, die große Stücke auf sie hält. Und aber Margot ist halt, ja, so, wie gerade schon gesagt, halt eine Studentin, die sich noch im Leben so ein bisschen zurechtfindet und finden möchte. Sie arbeitet im Kino und bisher klingt es völlig unspektakulär, aber dort lernt sie halt jemanden kennen, und zwar Robert, und Robert wird gespielt von Nicholas Brown. Bekannt als Greg aus Succession. Es stimmt, genau. Und der ist erst so ein bisschen seltsam zu ihr, und so seltsam er ist, desto mehr findet sie das irgendwie anziehend. Und deswegen lässt sie sich mehr oder weniger von ihm, also sie schreiben viel miteinander, und sie lässt sich dann auch von ihm Essen bringen. Und dann passiert halt etwas Folgenschweres in diesem Archäolie-Ding, weil sie machen was kaputt, was der Professorin sehr wichtig ist, was sehr viel Ärger dann auch im Endeffekt gibt. Und sie hat dann, weil sie in einem Raum drin ist, mit ihm alleine so wie so Visionen oder einfach so, ja, so ich will es nicht sagen Aussetzer wäre echt hart, aber so einfach Szenarien im Kopf, die weitergehen. Und die halt nicht so schön für sie enden in dem Fall. Und da rutscht man als Zuschauer volle Möhre rein, ist dann voll drin in diesem Ding und denkt dann so, okay, das geht so weiter. Und dann kommt ein ziemlich harter Schnitt mit, ja, nee, ist doch nicht so. Sieht doch in der Realität wieder anders aus. Und so entwickelt sich trotz den ganzen Problemen, die die beiden haben, oder die in dieser Beziehung drin stecken, doch entwickelt sich so etwas wie eben gehobenes Interesse füreinander. Und es ist dann im Endeffekt die große Frage, ob Robert vielleicht ein Psychokiller ist. Und anscheinend hat er ja auch eine Katze, aber die hat sie, als sie bei ihm zu Hause ist, hat sie die Katze nie gesehen. Ihre beste Freundin Taylor, die funkt dann auch immer noch so ein bisschen mit rein und guckt, dass da das Ganze nicht aus dem Ruder läuft, und gibt immer wieder Tipps und gut gemeinte Ratschläge. Und es ist halt wirklich auch dieses Spiel dann auch immer manchmal, dass du nicht genau weißt, okay,
was ist jetzt wirklich wieder das, was in ihrem Kopf vorgeht, was es sich an Gedanken macht, siehe irgendwelche Selbstmordszenarien von Robert. Und ja, es geht halt, wie gesagt, dann auf einen größeren Showdown zwischen den beiden läuft es hinaus, weil sie halt feststellt, okay, ist vielleicht doch nicht so der Richtige. Und dann ist am Ende eher die Frage, wer verfolgt eigentlich wen? Genau, nicht zu viel verraten, Vorsicht. Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen, ob das so vom Plot her ungefähr reicht, dass man sich so ungefähr vorstellen kann. Lieber weniger als mehr sagen. Ja, ja. Genau. Und ja, ich fand es erstaunlich, dass doch relativ viele für mein Empfinden sind rausgegangen aus dem Film. Die fanden den irgendwie doof, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil der durchaus Fahrt aufnimmt in der Erzählung der Story. Also am Anfang denkst du dir so, ja, es ist so ein bisschen doof alles, so ein bisschen plump vielleicht schon fast. Aber trotzdem ist es am Ende des Tages, fand ich dann doch ganz gut erzählt, weil auch eben Side-Characters auftreten, die allerdings überhaupt keine große Rolle dann auch wieder rumspielen, wo man nur so kurze Fetzen mitkriegt, ist dahin begründet, dass er diesem ganzen Film eine Kurzgeschichte vorlegt, wo halt auch auf sowas nicht groß eingegangen wird. Und das fand ich relativ spannend, dass man das kurz gehalten hat, dass man da auch nicht zu tief wieder eingestiegen ist in Themen, die der Film einfach hätte aufmachen können, sondern man konzentriert sich tatsächlich auf Margaret und auf ja, ihren, ich will jetzt nicht sagen, jugendlichen Leichtsinn oder sowas, aber vielleicht kann man auch sagen, ihr fehlt einfach so ein wenig die Lebenserfahrung. Kann man das so sagen? Das ist, glaube ich, nett, oder? Ja, es ist natürlich so, ich habe das vielleicht ein bisschen leicht anders verstanden, den Film. Oh, jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt. Ja, nee, nur leicht. weil sie wächst ja in einer Zeit auf, das spielt ja in der jetzigen Zeit. Und sie wächst halt in einer Zeit auf, in dem ja so die Medien und soziale Medien und alles quasi immer nur schlechte Nachrichten verbreitet, ja, so nach dem Motto, du lernst jemanden kennen, ja, wahrscheinlich ist es ein ganz übler Typ oder so, ne, und das wird ja, prasselt ja alles auf jeden ein, ne, und denkst, wie es früher bei uns war, man hat sich da teilweise völlig, ja, ohne Personen vorher zu kennen, ja, irgendwie vielleicht mit denen getroffen und heutzutage, ja, man kann jeden irgendwie stalken über soziale Medien und schon viel, sehr viel erfahren und da vielleicht auch irgendwie hinter jemand her sein oder es kann sich halt wirklich jemand als ganz übler Typ oder üble Frau entpuppen, ja, heutzutage und das ist halt, das schwingt halt alles mit, weil gerade mit diesen modernen digitalen Möglichkeiten, Personen kennenzulernen, da irgendwo auf Tinder hin und her wischen und da irgendwelche Dates ausmachen mit Personen, die man vorher noch nie irgendwo gesehen hat, ja, da kann so viel dahinter stecken und sie trifft ihn halt hier in dem Kino, während sie da hinter der Popcorn-Theke arbeitet und er geht halt immer in diese, so ein Retrospektiv-Kino, die so ältere Filme zeigen, irgendwelche alten Zombie-Filme und sowas und da trifft sie ihn halt und er ist halt so ein Film-Nerd, Film-Fan und das fängt halt eigentlich ganz, ganz süß an und wird dann halt so ein bisschen komisch. Also es fühlt sich halt komisch an. Und dieses unangenehme Gefühl, das steigert sich halt. Und manche konnten das halt wahrscheinlich irgendwie nicht ertragen und sind halt dann rausgegangen, weil eben auch eigentlich passen die beiden ja nicht zusammen. Das merkt man relativ schnell. Aber dieses ganze Grundthema, wie die sich kennengelernt haben und irgendwie passen sie eigentlich doch zusammen, deswegen geht das dann halt immer weiter und weiter und weiter und das macht es halt so unangenehm so ein bisschen. Und als sie es dann halt merkt, dass es vielleicht doch nicht so das Richtige ist, dann ist es schon relativ weit gegangen alles. Und ja, viele, die waren halt aus dem Kino raus, weil er benimmt sich halt auch
komisch, der Greg, der, wo ich gerade den Namen nicht weiß, Robert, genau. Der Robert, der benimmt sich halt auch irgendwie seltsam. Ist halt auch ein Altersunterschied zwischen den beiden, das merkt man halt auch. Sie ist halt irgendwie so 20 und er ist halt schon irgendwie über 30. Ja, er ist über 30, genau. Ich glaube 13 Jahre Unterschied, ja, 13 genau. oder 14 Jahre Unterschied. Aber er stellt sich auch super dappig an, also das muss man ja, auch mal sagen. Ja, genau dieses komische, dieses dappige Anstellen, das hat halt bei manchen dazu geführt, dass sie gedacht haben, okay, das ist jetzt so ein Romantikfilm und der stellt sich halt tappig an, das soll lustig sein und ist nicht lustig, ist ja auch nicht lustig, sondern das macht es halt die ganze Zeit so unbehaglich komisch, weil das so in eine ganz komische Richtung läuft und das haben halt viele, die zu dem Zeitpunkt rausgegangen sind, nicht verstanden. Die das überstanden haben, dieses ganze Weirde, uns ging es ja genauso, Chris, ne? Wir waren ja auch so, oh, Gott, ja, was ist das? Einfach auch so. Ja. Und wie gesagt, wie er sich halt anstellt, so, Gott, das wäre Junge, ey. Das ist ganz unangenehm und so. Also wirklich so, ich meine, wir haben Jerks geguckt, ja, aber das war hier auch über das Fremdschämen ertragen teilweise schon ein bisschen drüber hinaus. Und man muss da aber durch, weil dann wird der Film noch richtig gut. Wobei man fairerweise sagen muss, das lag jetzt nicht nur an ihm. Ja, klar, ist halt auch so ein Altersunterschied von, und sie hat halt ganz anders, sie steckt in einer ganz anderen Lebenssituation und ja, halt auch und ja, man darf auch wirklich nicht spoilern, so ungefähr ab der Hälfte darf man halt wirklich hier nichts erzählen. Das, was wir jetzt erzählt haben, war so irgendwie der Anfang. Was ich aber auch noch bemerkenswert finde, dass Isabella Rossellini hier mal wieder mitgespielt hat, die bekannte Darstellerin, die hat die ihre Chefin quasi gespielt in diesem Institut, da die Doktorin. Und die habe ich auch schon gefühlt ewig nicht mehr auf der Leinwand gesehen. Und aber absoluter Hammer, der Film irgendwie. Also musikmäßig richtig gut, der Soundtrack, die Stimmung wird sehr gut eingefangen, die Bilder haben extrem gut gewirkt, fand ich. Also wie es gedreht war und alles. Ne? Und auch, was du schon erwähnt hattest, ihre Traumsequenzen, wo sie sich immer irgendwelche Situationen ausgemalt hat, war wirklich überragend. Also die waren auch so, dass es sich nicht angefühlt hat wie eine Traumsequenz. Normalerweise, wenn ein Film so eine Traumsequenz ist, dann sieht die auch irgendwie anders aus. Dann hat die ein anderes Color Grading oder sowas. Und man sieht sofort, okay, das ist jetzt offensichtlich eine Traumsequenz. Hier war es bewusst nicht so gemacht, sodass es halt alles immer sehr echt gewirkt hat. Und dann, ah, was passiert jetzt gerade? Ah, okay, war nur eine Traumsequenz. Und dann kommt die nächste Szene und ach, okay, noch eine Traumsequenz. Die hat sich zwei Sachen oder drei Sachen ausgedacht. Ne? Ja, es war schon richtig gut gemacht. Und vor allem diese Traumsequenzen, die werden halt so kurz als Häppchen hier mal so rein. Aber gerade, was du vorhin erwähnt hattest, irgendwelche Selbstmordszenen von ihm, die waren ja wahrscheinlich richtig aufwendig zu drehen und die sind hier irgendwie in einer Sekunde abgefrühstückt, ja. Aber die sind so witzig teilweise, das muss man wirklich auch sagen. Es ist einfach so abstrus, ist so von der einen in die nächste Situation, du hockst echt dran, so what? Das fand ich echt gut eigentlich. Hier auf IMDb, ich habe gerade die IMDb-Seite auf wegen dem ganzen Namen, da läuft gerade der Trailer bei mir ohne Ton und da gibt es diese eine Szene, die will ich jetzt natürlich nicht spoilern, was da genau passiert, aber sie sitzt mit ihrer Freundin vor dem Smartphone und es kommen Nachrichten rein und die Nachrichten, die Stimmung der Szene wandelt sich von, ah, mal gucken, zu, ach du meine Güte. Ja, und also wirklich, wo du denkst, ach, jetzt, und du, es ist so eine Spirale, die dann in Gang gesetzt wird, wo du nicht mehr weißt, in welche Richtung das geht und wie es weitergehen wird und alles. Ne? Extrem heftig. Vielleicht, wer den Film sehen möchte oder wer häufig in die Sneak geht, schaut euch bitte nicht den Trailer an. Kleine Empfehlung, lasst euch da einfach überraschen. Weil bei mir läuft gerade der Trailer hier ohne Ton und ich sehe da schon viele Szenen, wo ich denke, okay, die hätte ich gern nicht vorher gewusst. Aber ja, auf jeden Fall kann man ja sagen, also ich weiß nicht, der wievielte Film in der Reihe das jetzt ist, der richtig gut war in der Sneak. Also das ist mal wieder ein Streak, der hier hingelegt wird. Das ist Wahnsinn. Also. Ja, zurzeit ist wirklich gut. Also wie gesagt, ich fand ihn auch, wenn man den Anfang so ein bisschen überstanden hat und auch den fand ich jetzt nicht wirklich schlimm, den Anfang, aber gehört ja dazu zum Film. Ja, gehört, muss ja gehört sein. Dazu. Das erklärt das auch vieles auch, aber deswegen
Weil nee, wir, war cool. Wir befinden ich kann den Streak nicht so ganz nachvollziehen, da war Anatomie eines Falls dabei. Ja, ne, den fand ich ja auch gut. Also für mich war es zumindest ein guter Streak. Ja, du hast auf jeden Fall einen guten Streak. Ja, diese, wir begleiten ja die junge Dame, hier die Margot in dem Film, und wir sind quasi als Zuschauer ja, es wird versucht, uns dieselben Emotionen nahe zu bringen, die sie auch hat, ja, und das funktioniert extrem gut. Also gerade diese ganze Verwirrung, dieses anfängliche Hoch bei der Liebe, wo sie sich in ihn verknallt und wo dann doch irgendwie wird's komisch und es passt eigentlich nicht und ja, aber sie ist halt ja Single und er ist halt auch ganz nett und süß und ja, und deswegen macht sie halt weiter und genau alles machen wir mit ihr zusammen durch und es wird auch sehr nachvollziehbar alles dargestellt und für uns miterlebbar gemacht, fand ich. Und auch wenn ihre Freundinnen sagen, ey, sei da mal ein bisschen vorsichtiger und so, und sie sagen, ja, was soll, ach ja, ich bin schon vorsichtig und ja, also richtig, richtig, richtig gut, also pff, Wahnsinn. Also, ah, der Titel ist scheiße. Also, der Titel ist kacke. Ich wäre nie in den Film, ich würde mir den nicht ausleihen, ich würde mir den nicht auf Netflix klicken, wenn der Cat Person heißt. Was soll das? Also, gut, ich hätte mir wahrscheinlich auch nicht Booksmart angeguckt, also, wenn der nicht in der Sneak gekommen wäre, aber ja, ich weiß nicht. Deswegen machen wir mal hier fett Werbung für Cat Person, damit allen, denen es genauso geht, die sagen, was, Cat Person? Und vor allem das Poster, was ich jetzt auch schon ein paar Mal hier irgendwo geteilt habe, um den Film zu empfehlen, da sieht man zwei Personen, die sich küssen und das sieht aus wie irgendwie ganz komisch. Also ich wüsste nicht, was ich von dem Film halten und erwarten sollte und ich würde da wahrscheinlich nicht reingehen, weil es sieht nach irgendeinem Liebesquatsch aus. Ja. Ja, ist es ja auch. So, spannende Frage. Kate, haben wir dir Lust gemacht, diesen Film vielleicht irgendwann im Heimkino nachzuholen? Durchaus, durchaus. Ja, okay. Ich glaube schon. Alles klar. Dann müssen wir mal schauen, wann der irgendwann mal im Heimkino läuft. Im Kino haben die geschätzten ZuhörerInnen dann die Chance, diesen Film zu sehen ab dem 16. November. Das heißt, den werden wir euch nächste Woche in den Kino Neustarts nochmal empfehlen und behalte den auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich habe es auch bei Fortsetzung folgt schon empfohlen, den Film, und ist auch echt empfehlenswert. Von mir bekommt dieser Film hier im Kinocast 8,5, in der Gruppe habe ich aufgerundet sogar auf 9, ja, weil der hat mich echt umgehauen. Ich fand den okay, super, wow. Richtig gut geschrieben, tolle Darsteller und ich mag es, wenn ein Film mich überraschen kann, weil ich habe echt schon viel gesehen und der hat mich wirklich mehrfach richtig überrascht. Und zwar ist das jetzt nicht so ein Huh, wir zeigen jetzt plötzlich den Mörder, wenn irgendjemand den Spiegel umdreht, überrascht, sondern rein storymäßig überrascht. Und das ist viel wert. Ich habe ihn bei 7 Punkten gehabt, aber weil ich Emilia Jones eigentlich relativ süß finde, habe ich ihn jetzt auf 7,5 hochgewertet. Einfach noch ein Soft-Fact für einen halben Punkt. Woher kennt man eigentlich Emilia Jones? Hat man die schon mal irgendwo? Die hat, warte, wo hat sie noch mitgespielt? Die Coda. Ach ja, genau, das hat ja die Kate, glaube ich, schon während des Films gesagt, aus Coda. Ja. Die war auch mal bei Doctor Who, war sie mal dabei, eine Folge. Tatsächlich, daher kannte ich das Gesicht auch. Ja. Okay, ach ja, das war die, den Film fand ich super, genau, jetzt habe ich gerade nochmal geguckt. Der ist klasse, der Film, ja. Ja, das war die in der gehörlosen Familie, ne, der auch Oscar nominiert war, wo die Einzige ist, die hören kann und dann, der war richtig gut. Also ich glaube, die muss man im Auge behalten, die hat anscheinend entweder selber ein sehr gutes Händchen bei ihrer Rollenauswahl oder eine gute Agentur, die sie da irgendwo reinbringt oder ein gutes Management. Sehr, sehr gut. Auch ich muss auch hier mal Greg hervorheben, also Robert Nicholas Brown, also Greg von Succession, der ja bei Succession so ein bisschen den, ja, wie soll man es nennen, so ein bisschen so den Trotteligen spielt, der da so irgendwie reinrutscht in diese Familie und in diese wirklich in dieses alte Geld, dieses amerikanische alte Geld und da irgendwie mit reinkommt und irgendwie sich da so durch manövriert und irgendwie so ein bisschen Sympathiefigur auch ist. Und hier hat er irgendwie so eine leicht andere Rolle. Und er bringt natürlich auch so ein bisschen das mit, was man kennt von Succession und spielt auch so ein bisschen damit und finde ich richtig gut.
Ja, sehr empfehlenswerter Film, trots des komischen Titels Cat Person. Wir werden es bestimmt noch bei den Neustarts nächste Woche nochmal erwähnen. Okay, was liegt denn morgen in der Sneak an? Was ist denn da so der Tipp? Also der Tipp lautet das Ende einer Ära, glaube ich. Moment, wo war's denn? Jetzt ist mein Dings ja doch, ja genau, das Ende einer Ära. Und es wurden zwei Filme getippt, einmal in voller Blüte. Das ist Michael Caines letzter Film, deswegen könnte das natürlich sein, weil der hat ja offiziell seine Karriere beendet mit 90 Jahren. Und The Old Oak, den hast du getippt, der neue Ken Loach-Film. Ja. Und wahrscheinlich sein letzter, hast du geschrieben. Genau, also Ken Loach, der hat ja immer sehr, sehr heftige Themen aus der englischen Arbeiterklasse. Und richtig gute Filme auch, sehr empfehlenswert. Ich glaube zuletzt, weiß gar nicht, was ich zuletzt gesehen habe, ich glaube Angel's Share oder so. Auf jeden Fall bei The Old Oak geht es um so ein altes, ja so eine alte Kneipe irgendwo so in England, irgendwo im ländlichen England. Und da ist natürlich so, die Jüngeren, die gehen da kaum noch hin. Und in diese Ortschaft kommen auch sehr viele Flüchtlinge. Und da müssen sich natürlich die Engländer auch so ein bisschen damit arrangieren, und das ist halt wirklich so im ländlichen England, das ist wahrscheinlich so wie im ländlichen Sachsen oder Thüringen, ist das nicht gerade so beliebt, ja, und gerade die Personen, die dort leben, die waren teilweise noch nie weiter als 50 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt oder wenn überhaupt dann mal auf Mallorca oder so, ne, und so ist es halt hier auch in dem Fall, und sie müssen sich halt mit diesen syrischen Flüchtlingen irgendwie arrangieren, und da ist der Kneiper da von dieser Kneipe, der macht dann als erster so einen Schritt nach vorne, und das ist dann ein richtig guter Film. Der lief auch auf einigen Festivals. Ich habe schon sehr viel Positives gehört. Würde ich echt gern sehen. Ist mit 1,53 auch wieder in unserer Sneak Range drin, was die Laufzeit angeht. Die werden ja immer länger irgendwie gefühlt. Ja. Den würde ich auf jeden Fall tatsächlich lieber sehen als den anderen Film. Und ja, mal gucken. Apropos gesehen, ich habe mir noch einen Film gegeben im Kino, apropos Laufzeit, ne? Killers of the Flower Moon. Nachdem ja der letzte Scorsese-Film von Netflix produziert wurde und auf Netflix lief, ich glaube, der hatte auch einen limitierten Kinostart, ist jetzt, also der war ja The Irishman, und da habe ich mich ja echt durchgequält. Und da habe ich wirklich gedacht, so okay, wann kommt jetzt der Moment, wo mich der Film mal hat? Es war halt so wie ein, ich weiß nicht, ich war mal, ich glaube in Bad Frankenhausen war das, ist so ein riesiges Kunstwerk ausgestellt. Ich weiß gerade nicht, wer der Künstler ist. So ein riesiges Gemälde, das geht in so einem runden Gebäude, geht das quasi so einmal riesen rum, so irgendwie 16 Meter hoch und ums ganze Gebäude rum. Es zeigt so einen Bürgerkrieg. Irgendwie so die Bauernkrieg oder sowas. Bürgerkrieg. Ja, ein Bürgerkrieg, genau. Nee, die Bauernkriege. Und da stand ich halt auch vor diesem riesigen Kunstwerk. Ich habe halt anerkannt, dass das eine ganz tolle, rein künstlerische Leistung ist. Aber ich konnte mit dem ganzen Ding überhaupt nichts anfangen. Es war auch so riesig und so. So ungefähr ging es mir mit The Irishman. Und leider, muss ich sagen, ging es mir mit Killers of the Flower Moon genauso. Das ist auch wieder ein Riesenbrett. Diesmal ist es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, von Apple TV und von Disney Plus irgendwie zusammenfinanziert, weil die müssen ja irgendwie diese riesigen Produktionskosten von ein paar hundert Millionen stemmen, wenn da so ein knapp vier Stunden Brett da gemacht wird. 206 Minuten geht's, also nicht ganz vier Stunden. Und bei Killers of the Flower Moon wird eine Geschichte erzählt, so ungefähr aus der Anfangszeit des 1920er Jahren Oklahoma. Da gibt's einen. Und ich muss mich jetzt gleich am Anfang Disclaimer, ich werde jetzt immer Indianer sagen, weil in dem Film heißt es auch immer Indianer. Ich weiß, dass das ein falscher Begriff ist, aber das wird hier im Film auch genauso immer genannt, und das spielt halt auch in dieser Zeit. Also wenn ich jetzt nicht immer die Umschreibung nehme, seht es mir nach. Es geht hier um den Osage-Stamm der Indianer, und es wird auch erzählt, dass die anderen Indianerstämme in der Zeit, die waren mehr oder weniger, hatten sich so zusammengeschlossen und hatten mehr oder weniger mit den, in Anführungszeichen, Weißen so sich arrangiert, und hier diese Osage aber nicht, sondern die, es waren in Oklahoma, und in diesem Land
hatten sie durch Zufall, als sie mal eine Leiche begraben wollen, sind sie auf Öl gestoßen in der damaligen Zeit. Und das war natürlich so, denen gehörte dann dieses Land, wohin sie vertrieben wurden, weil sie hatten sich das ausgesucht, weil die Weisen hatten sich ihre anderen Ländereien genommen und sie wurden halt dorthin umgesiedelt und das war dann halt ihr Land und plötzlich haben sie dort Öl gefunden, was zu einem riesigen wirtschaftlichen Boom geführt hat. Und das war eine Story, die mir überhaupt nicht bekannt war und euch vielleicht auch nicht. Und es hat dazu geführt, dass dort in dieser Gegend die Indianer die Reichen waren und die Weisen quasi für sie gearbeitet haben. Und es gibt dort einen, der auch, der nichts mit dem Öl zu tun hat, das ist Robert De Niro, der hat eine große Rinderfarm und ist da ganz gut situiert und hat auch geholfen, dass so ein bisschen diese ganze Stadt aufgebaut wird, dass diese Ölressourcen auch ausgebeutet werden konnten, hat aber selber jetzt mit dem Öl an sich nichts zu tun, ist aber so ein bisschen sowas wie dieser Patriarch in diesem ganzen, in dieser ganzen Stadt und die Indianer, diese reich gewordenen Indianer, die holen sich halt dann auch immer Bedienstete. Das sind halt irgendwelche jüngeren Weißen, Frauen und Männer und lassen sich dann zum Beispiel mit Autos rumfahren von denen. Und einer davon ist Leonardo DiCaprio, der aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommt, ist nicht nur leicht traumatisiert, würde ich sagen. Und er ist auch, der Robert De Niro ist sein Onkel. Und deswegen ist erstmal für ihn die Anlaufstelle diese Farm von seinem Onkel. Und er wird dann von seinem Onkel so ein bisschen eingewiesen in das Ganze und bekommt dann auch einen Job so als Taxifahrer für eine dieser Indianerinnen. Und sein Onkel sagt auch, Robert De Niro, ja, sieh doch zu, wenn du die nett findest, dann fragst du doch halt mal, ob da vielleicht ein bisschen mehr geht und so. Und so kommt es dann halt dazu, dass er sich auch in sie verliebt, in die junge Dame, die er dann immer herumfährt. Und es ist natürlich so, diese Indianer haben diese ganzen Rechte an diesen Ölquellen quasi in ihrer jeweiligen Familie geerbt und vererben diese dann auch, diese ganzen Rechte. Das heißt, wenn er sich dort einheiratet, wird er dann auch quasi einen Teil davon bekommen. Und jetzt kommt der ganze Twist von diesem Ganzen. Es gibt sehr, sehr viele Todesfälle unter Indianern in dieser Stadt. Und wenn man jetzt eins und eins zusammenrechnet, kann man natürlich sagen, okay, es wären natürlich auch sehr viele, die rein finanzielle Interessen haben, sich vielleicht mit irgendwelchen Indianern verheiraten oder da in die Familien reinkommen, die dann nach und nach vielleicht töten, um an das Vermögen ranzukommen, um an die Rechte ranzukommen. Und davon handelt halt dieser Film, denn es sterben sehr viele der Indianer auf kuriose Art und Weisen und in der damaligen Zeit wurde halt nicht so viel ermittelt und der Robert De Niro, der hat da eben auch so alles ein bisschen in der Hand in der Stadt und es wird halt so einem riesigen, sag mal, Gangster-Moloch, diese ganze Stadt und die Indianer leben auch in Angst, also selbst die eigene Frau von Leonardo DiCaprio lebt dann irgendwann in Angst, weil sie Angst hat, dass er ihr zum Beispiel irgendwas antut und ich will nicht zu viel verraten, es gibt dann auch noch eine riesen Gerichtsverhandlung am Schluss, aber da möchte ich noch wenigstens mit erwähnen, dass wir in dieser, oder tritt dann auch noch später noch Jesse Plemons mit auf der Leinwand auf, der spielt so einen FBI-Ermittler, ist damals frisch gegründet, das FBI, John Lithgow ist mit dabei, der spielt den Staatsanwalt, Brandon Fraser spielt mit dabei, der Oscar-Gewinner vom vergangenen Jahr. Der spielt, glaube ich, den Anwalt von Robert De Niro. Und deswegen musste ich das wenigstens noch mit erwähnen, dass da eine Gerichtsverhandlung stattfindet. Es ist halt wirklich eine ganz seltsame Gemengelage, die da stattfindet. Ein Bild der Zeit wird gezeichnet, was auch wie dieses Gemälde, was ich am Anfang beschrieben habe, alles total perfekt ist und die Schauspieler sind perfekt und wahrscheinlich wird es auch hier Oscar-Nominierungen regnen ohne Ende. Aber der Film hat mich nicht mitgerissen. Er war auch einfach viel zu lang. Es wird in einer epischen Breite alles erzählt. Am Anfang wird die Story aufgebaut und sehr viele unnütze Sachen werden erzählt. Also gerade dann, wenn man weiß, worauf der Film hinausläuft.
und man sich so ein bisschen zurückerinnert, was man alles gesehen hat, dann fallen einem so viele Sachen ein, wo man sagt, okay, komm, das hätte man locker weglassen können. Aber vielleicht hat jetzt Scorsese so den Anspruch, okay, wenn ich hier so viel Geld bekomme, dann kriegen sie auch sehr viel Film von mir. Und wer weiß, ich weiß nicht, was dahinter steckt, ob das wirklich so die Strategie war. Auf jeden Fall, es ist schon ein empfehlenswerter Film in einer gewissen Art und Weise, um die Schauspieler zu sehen, Robert De Niro und Leonardo DiCaprio in einem Film, hier der Oscar-Gewinner Brendan Fraser, den wieder zu sehen, aber es ist schwere Kost und es geht sehr lang und ich habe ihn auch geschaut, weil ich eine starke Vermutung habe, dass wir den bei den Oscar-Nominierungen wiedersehen und da hätte ich den sowieso wiedersehen müssen, um mich da vorzubereiten. Deswegen von mir Killers of the Flower Moon 6,5 von 10 nur. Ich liege damit ein ganzes Stück unter dem IMDb, was wir vorhin festgestellt haben. IMDb liegt da bei 8,0 von 10, aber er war mir halt einfach viel zu lang und ja, hat mich nicht wirklich mitgerissen. Andere Scorsese-Filme schon, der hier nicht. The Irishman ja auch nicht, vielleicht. Ja, du hast überhaupt keine Lust gemacht auf den Nee, Film. Nicht, aber gut. Jetzt kannst du wenigstens froh sein, dass der in der Sneak an uns vorbeigegangen ist, der Kelch. Der wurde ja mal ja, getippt. Ja, aber da drei Stunden reinhämmern, hey. Ich meine, seitdem wir Babylon hatten, da rechne ich mit allem. Aber Babylon fand ich cool, bleibe ich dabei. Ja, also. Ich weiß nicht, mir ging es an dem Montag nicht so gut dann nach der Arbeit. Und so. Ging alles sehr lang. Und naja, gucken wir mal, was Neues anläuft und was so in den Charts ist. Kinocharts und Neustarts. So, erstmal die Charts hier von der E-Mail. Nochmal rauszoomen. Wo ist die E-Mail? Da unten. Wo ist die E-Mail? Platz 5. Oh, da weiß ich gerade nicht, wie der vollständige Titel ist. Weißt du, das ist die unlangweiligste Schule der Welt wahrscheinlich oder so? Hä? Ich glaube, ja, die unlangweiligste. Oh, Gottes Willen. Weil ich glaub, du fragst mich Sachen hier. Also. Ja, ich habe nur gefragt, ob du es vielleicht weißt. Ansonsten mach du mal den nächsten. Ich suche dabei. Die unlangweiligste Schule der Welt, genau. Ja. Platz 4, Wochenendrebellen. Platz 3, Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Und Platz Nummer 2, Five Nights at Freddy's. Junge, da haben wir ja das eine Viech verschenkt. Mhm. Sehr süßes Bild in unserer Gruppe, in unserer Sneak-Gruppe. Das stimmt. Ja, übrigens, das war Freddy tatsächlich. Ach, das ist Freddy? Ja, ich habe, glaube ich, während, ja, weil da war ja die Frage, wer ist das? Platz 1, da habe ich natürlich auch meinen Teil dazu beigetragen, Killers of the Flower Moon. Aber ich weiß nicht, ob der sich jetzt so lange auf der 1 halten wird. Wir werfen mal einen Blick in die Neustarts, ob da irgendwas da eventuell den Rang ablaufen kann. Ein ganzes Leben läuft neu an am 9.11. Eine deutsche Verfilmung des gleichnamigen Romans über einen Mann, und 8 Jahrzehnte, die er auf der Erde verweilte. Also ich kenne jetzt weder den Roman, noch sagt mir der Film irgendwas. Ich glaub nicht, dass das irgendwie da angreift. Glaube ich auch übrigens nicht bei dem Kinder- und Familienfilm Tabu, das Nashorn-Abenteuer. Kinderfilm nach Buchvorlage über einen Kinderdetektiv in Afrika, der Wilderer stellen will. Ah, da habe ich tatsächlich vor einigen Monaten mal eine Umfrage von der Filmfirma bekommen. Da haben die so verschiedene Postervorschläge gezeigt und schon mal den ersten Trailer und dann konntest du so halt sagen, wie dir der Trailer gefallen hat und ob die Musik gepasst hat und sowas. Deswegen habe ich tatsächlich von dem Film schon mal gehört. Da sah der Trailer, den ich da gesehen habe, sah echt nach einem schönen Familienfilm aus, muss ich sagen. Also das ist vielleicht für Kinder mal ganz sehenswert. Ist natürlich gut, wenn jetzt die Ferien vorbei sind, ne? Aber gut. Es läuft auch noch an. Ein Film mit Nicolas Cage und Joel Kinnaman in einem psychologischen Katz-und-Maus-Spiel. Und der Film heißt Sympathy for the Devil. Sympathy ist der Teufel. Ob da vielleicht auch der Song von, wer ist das, Rolling Stones drin läuft? Hm. Ja, wahrscheinlich schon. Hallo, es ist mit Nick Cage, hallo? Nick fucking Cage. Oh, da fällt mir ein, ich müsste mal wieder den Nick Cage mal gucken. Das ist eine Doku, dann haben wir ein Drama. Joyland, pakistanisches Drama, in dem ein junger Mann in ein moralisches Dilemma zwischen Tradition, Familie und der eigenen Freiheit gerät, nachdem er sich in eine Transfrau verliebt. Oh ja, sehr schön. Das ist spannend. Okay, es läuft auch noch an. Ein deutscher Film, Monster im Kopf von Christina Ebelt. Da gibt es eine junge Mutter, die in einer ungünstigen Situation steckt, denn
Sie sitzt wegen schwerer Körperverletzungen im Gefängnis und kämpft darum, dass ihr Kind nach der Geburt bei ihr bleiben kann. Da sind sich die zuständigen Ämter und Sozialarbeiter allerdings nicht so sicher. Sie fürchten, dass Sandra wieder in alte Muster zurückfallen könnte und dem Kind im schlimmsten Fall Schaden zufügt. Okay. Dann haben wir noch einen mexikanischen Film, Totem. Tona ist noch jung, aber krank und steuert deshalb unaufhaltsam auf das Ende seines Lebens zu. Sein bevorstehender Geburtstag wird deshalb auch eine Art Abschied für den Maler sein. Auch Tonas 7 Jahre alte Tochter Sol hilft bei der Vorbereitung der Feierlichkeiten mit. Die gesamte Familie steht dabei unter Strom. Aus Mücken werden irgendwann Elefanten und schon bald wird die Familienbande auf eine harte Probe gestellt. Doch auch in diesem Chaos gelingt es Sol, mit dem Loslassen ihres sterbenden Vaters übereinzukommen und inneren Frieden zu schließen. Hui. Es läuft auch noch an Frankie Five Star, eine Coming-of-Age-Komödie mit Lena Urzendowski, deren Stimmen im Kopf zu einem großen Chaos führen. Okay. Und der andere läuft nicht an, aber Fremont läuft noch an. Da geht es um eine afghanische Übersetzerin, die früher für die US-Regierung gearbeitet hat. Und sie lebt im kalifornischen Fremont in einem Gebäude mit anderen afghanischen Einwanderern und isst oft allein im örtlichen Restaurant und schaut Seifenopern. Und ihre Routine ändert sich, als sie in ihrem Job in einer Glückskeksfabrik in der Stadt zur Wahrsagerin befördert wird. Während ihre Wahrsagungen von Fremden in der ganzen Bucht gelesen werden, treibt Donjas schwelende Sehnsucht sie dazu, eine Botschaft in die Welt hinauszuschicken, ohne zu wissen, wohin das führen wird. Ja, das waren die Neustarts. So ein richtig Riesenkracher war jetzt nicht dabei, wo ich sage, der wird jetzt hier irgendwie gleich auf 1 nach oben kommen, weiß ich nicht. Ich sehe aber hier noch bei filmstarts.de sehe ich noch, es gibt offensichtlich eine Wiederaufführung von Das Boot von dem Kinofilm. Also wer das Sitzfleisch für Killers of the Flower Moon hat und Das Boot noch nicht gesehen hat, kann da auch reingehen. Der geht nämlich 3 Stunden 30. Das ist also die Langfassung. Und kommt normal ins Kino. Sieht schon gut aus im Kino. Das Boot. Mit Herbert Grönemeyer. Unter anderem. Na gut, das waren also die Neustarts und die Charts der Woche. Was haben wir denn noch? Springen wir halt schon direkt zu den Serien hier. Geht ja rasant voran hier. Serien. Was ist denn eine Frage der Chemie? Wir hatten doch letztens schon mal was mit Chemie. Die Chemie des Todes. Ist das jetzt? Ja, das ist wieder Film? Was anderes. eine Frage der Chemie, das ist eine Buchverfilmung. Geht es um Elizabeth Zott, gespielt von Brie Larson, die in den Mitte der 50er, Anfang der 60er lebt und Wissenschaftlerin ist. Beziehungsweise sie hat Chemie studiert, hat aber nie ihren Doktortitel gemacht. Die Gründe warum wird noch in der Serie erklärt, aber sie hat halt, also wie gesagt, ihren Abschluss nicht gemacht und somit keine angesehene Chemikerin, sondern kann nur als Laborassistentin arbeiten. Das tut sie auch an einem, ich weiß nicht, Institut, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Und sie ist auch die einzige weibliche Laborassistentin. Alle anderen angestellten Damen sind irgendwie Sekretärinnen oder ähnliches, wie es halt in den Mitte der 50er, Anfang der 60er fast normal war. Und sie ist auch von ihrer Art und Weise etwas anders. Also heutzutage würden wir wahrscheinlich sagen, eine leicht abgespeckte Version von Sheldon. Einfach schon immer noch kommunikativ und kommt mit Menschen klar und so, hat aber klare Richtlinien und muss alles genau machen, ist sehr organisiert, sehr ordentlich und hat ein klares Weltbild. Also sie möchte zum Beispiel keine Kinder, sie möchte nicht heiraten, sie möchte einfach ihren Beruf ausleben und forschen. Und das wird allerdings auf die Probe gestellt, als sie sie hat neben ihrer Arbeit als Assistentin, tut sie noch selber ein bisschen heimlich forschen, wenn die anderen weg sind. Und da kommt dann jemand dahinter und schwärzt sie quasi beim Chef an
Und daraufhin wird sie gerügt und gemeint, das darf sie nicht. Sie hat keinen Doktortitel, sie ist keine Wissenschaftlerin, sie darf nur helfen. Und wird dann dem, sagen wir mal, unbeliebtesten Chemiker zugeteilt, dem sie helfen soll. Doch aus diesem unbeliebten Chemiker wird dann tatsächlich ein guter Freund und später auch die Liebe ihres Lebens. Und wie es damit weitergeht, das verrate ich nicht. Also, aber er versucht, sie zu fördern, und ihm wird auch relativ schnell klar, dass sie viel cleverer ist als er. Und gemeinsam forschen sie dann, tun aber so, als würde sie gar nicht mitmachen. Also zumindest am Anfang. Und was wir allerdings direkt am Anfang der Serie erfahren, ist, dass sie damit später, wenn sie etwas älter ist, gar nicht ihr Geld verdient. Denn zugleich, die Serie öffnet mit dieser Szene, ist sie nämlich im Fernsehen zu sehen. Und zwar in einer der beliebtesten Kochshows unter allen Hausfrauen und Müttern und arbeitenden Frauen zu ihrer Zeit. Denn aufgrund von Widrigkeiten in ihrem Leben, die dann in der Serie eben erzählt werden, muss sie an Geld kommen, und ihr wird angeboten, eine Kochshow zu machen und die halt so ein bisschen auf ihre Art und Weise aufzuziehen, weil sie kocht extrem gut, weil sie sich halt genau an die Zutaten hält und auch Sachen ausprobiert und genau abwiegt und quasi Kochen als Chemie benutzt, ja, und somit unglaublich gute Gerichte zaubert. Und eben um Geld zu verdienen, lässt sie sich dann auf diesen Job ein. Und das wird halt zu einer Riesensensation. Ich bin noch nicht ganz durch mit der Serie. Mir fehlen noch, ich glaube, 1,5 Folgen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob schon alle Folgen verfügbar sind. Aber es sind auf jeden Fall schon einige da. Es kam irgendwie jeden Freitag eine neue Folge. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Es passiert zwar sehr viel, weil es wirklich über einen längeren Zeitraum erzählt wird, diese Story über ihr Leben. Also wir fangen am Anfang relativ klein an und sind dann später, glaube ich, 10 Jahre später nach ein paar Folgen. Also passiert einiges. Aber alles nicht so, dass du denkst, oh, jetzt macht man langsam, sondern wirklich in einer schönen Art und Weise erzählt, und so, dass es auch Sinn macht, diese Zeitsprünge zu sehen. Und man fühlt richtig mit ihr mit. Es gibt eine Folge, die hat mir fast das Herz gebrochen. Oh Gott, das war so schlimm. Da wird nämlich quasi ein Tag aus Sicht ihres Hundes erzählt. Also ihr Hund erlebt was und erzählt es dann aus seiner Sicht. Und das ist, und oh, das ist mir halbes Herz gebrochen. Und das ist wirklich total charmant gemacht. Und Brie Larson als Elizabeth Zott ist so cool, so abgeklärt und gleichzeitig so warm und so herzlich. Und man möchte einfach nur, dass sie ihre Ziele erreicht. Und man merkt einfach, wie damals in der Zeit den Frauen gar nichts anderes zugetraut wurde, als irgendwann Hausfrau und Mutter zu sein. Und dass das belächelt wurde, wenn die eine Karriere wollten. Und das wird wirklich gut dargestellt, muss man sagen. Absolute Empfehlung. Gibt es bei Apple TV Plus. Eine Frage der Chemie, ja. Wundert mich ja, dass du die Fitzek-Serie noch nicht geschaut hast. Ich habe tatsächlich, ich glaube, 10 Minuten davon geguckt und bin dann eingeschlafen, weil ich so müde war. Ach so, okay. Ich dachte, nicht, weil es so schlecht ist, okay. Ja, das Problem ist, ich werde ja mit den Fitzek-Romanen nicht ganz so warm. Ja? Die sind immer sehr verschachtelt und so. Ich mag die Beckett-Sachen lieber, aber ich werde auf jeden Fall die Fitzek-Serie noch weiter gucken. Okay. Wenn ich nicht gerade im Sitzen einschlafe. Alles klar. Na dann, jetzt steht bei uns Loki hier auf der Tagesordnung. Und ja, du hast dich beschwert, dass wir nicht über Loki reden. Nee, ich habe mich nicht beschwert. So gesagt, wir haben es angefangen gehabt, dann nicht mehr, was auch ein bisschen an mir lag. Also ich habe es nicht eingetragen. Ich dachte, wenn ihr nicht reden wollt, dann okay. Weil, jetzt können wir, glaube ich, erstmal spoilerfrei bleiben, oder? Mir hat es tatsächlich jetzt, das war jetzt so die erste Folge, die mir so richtig gut gefallen hat. So, die anderen waren so, oh, ich habe mich schwer reingefunden jetzt in die neue Staffel irgendwie. Und wenn wir jetzt sagen, aktuelle Folge, welche ist das jetzt? Hat von euch jemand zufällig? Die vorletzte, ich glaube, müsste die fünfte oder? Vorletzte, ja. Sechste? Fünfte, und sechste. Ja, am Anfang irgendwie, es hat mich nicht so richtig wie die erste Staffel, da war ich irgendwie voll drin und fand ich richtig gut. Hier bei der zweiten Staffel habe ich mich persönlich ein bisschen schwerer getan.
Da, ich mochte es natürlich, habe jede Folge geguckt und so, aber so richtig mitgerissen hat es mich nicht. Ja. Das hat sich jetzt bei der Folge geändert, weil da ist so eine schöne Szene drin. Das so eine Musik in der Szene, die werde ich auch auf unsere Playlist packen und die ist richtig gut gedreht und gut arrangiert. Da saß ich da, wow, so richtig gut in so einer Serie, in so einer Episode einfach mal so eine überragend gute Szene zu sehen, hätte ich eher von einem Top-Kinofilm erwartet. Und deswegen, das war aber nicht nur das Einzige in der Folge, sondern auch andere Sachen waren da drin. Wie ist es bei euch? Also ihr seid durchweg begeistert von der zweiten Staffel? Nein, oder? Nein. Ich finde es tatsächlich etwas verwirrend, wie alles läuft, wie's, und auch das langfristige Ziel finde ich so ein bisschen ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo das alles hin soll und wo das alles landen wird, weil es hat mich jetzt schon mehr oder weniger auch in so ein bisschen eine falsche Richtung geleitet. Ich weiß noch nicht so ganz genau wirklich, was ich davon halten soll. Ach ja, da geht es euch ja doch ein bisschen ähnlich wie mir. Ich dachte jetzt hier, na, ganz weit auseinander. Ja, weißt du, also, ja, es ist halt, ich glaube halt wirklich, dass das dieses MCU auch, also das, was auch im Kino passiert und so, dass sich das tatsächlich so ein bisschen gerade kaputt macht. Ich habe jetzt gestern oder wann flog das rum, dass wohl Marvel, die wollen die in Anführungszeichen alten Avengers jetzt doch wieder beleben. Ja, das habe ich ja schon, das habe ich ja mal, ja, das nicht zu dir gesagt, ich weiß nicht mehr, zu dem ich die Diskussion hatte, weil das wird ja es wird einen größeren Reset geben. Und das bietet Marvel nämlich dann, also es wird so oder so kommen mit dem ganzen Zeitdings und den Zeitsprüngen und schlag mich tot und hast noch nicht und willst nochmal. Und weil sie es, glaube ich, auch selber gemerkt haben, okay, passt nicht so ganz. Und ja, in den Comics ist ja auch so, dass es immer mal wieder irgendwelche Resets gibt oder neue Geschichten oder. Ist ja auch völlig in Ordnung, dass sich nicht alles, was in dem Comic passiert, wirklich auf die große Filmleinwand übertragen lässt. Ich glaube, das haben sie jetzt gemerkt und hoffentlich auch begriffen. Und da ist wohl, also das ist das, was ich nachgelesen habe, gerüchteweise, dass man wirklich so einen Cut macht und dann auch schaut, okay, was lief in den letzten Jahren gut, was lief nicht so, und die Sachen, die liefen oder laufen und die Figuren, die laufen und gut sind, die holt man dann zurück oder lässt weiterlaufen oder. Deswegen mal gucken, was da passiert. Aber ja, ich denke auch, dass Loki daraufhin zusteuert. Mal schauen. Eine Folge ist noch, sagst du? Ja. Ja. Bleibt spannend. Kate sagt lieber gar nichts. Ich frag mich inzwischen auch, muss ich auch ehrlich sagen, so ein bisschen nach Lokis Rolle in dem Ganzen da drin. Ob er da wirklich der Richtige dafür ist oder ob man halt gesagt hat, okay, Loki als Figur, gucken wir mal, wie er als Figur in der Serie funktioniert, weil er war schon sehr beliebt in den Filmen, und dann einfach mal zu checken, okay, packt er das mit der Serie, ist er dann immer noch so beliebt? So den genauen Platz von Loki da drin tut sich mir gerade, das finde ich gerade ein bisschen schwer noch. Aber naja, also ich find schon, dadurch, dass ja Loki diese Zeitzerrungen selber durchlebt und jetzt auch eventuell sogar beherrschen kann, das den Platz das schon richtig, den er da hat. Tja. Also. Jetzt mal abwarten. Machen wir nächste Woche nochmal einen Knopf dran, wenn wir dann alles gesehen haben. Und dann können wir vielleicht sagen, ja, war gut. Ich oder nette Sachen war nicht so gut. Erik geschickt? Ja, ich habe dir gerade mal so eine koreanische Serie. Ich habe gerade gesehen, ich hatte die Seite offen, wo die neuen Serien stehen, die bei Netflix und so weiter starten. Und dachte mir, koreanische Serie muss was für dich sein. Ja, dann sind wir ja schon durch für heute mit dem ganzen Spaß hier. Und kommen wir zu den Musiktipps für unsere Playlist. Music. Fange ich heute mal an. Ich packe aus Loki, weil das jetzt gerade so passt, aus dieser Szene, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Die habe ich mir auch nochmal angeguckt dann, um zu sehen, wie die aufgebaut war und wie die sich entwickelt hat und so. Da wird quasi eine Schallplatte aufgelegt und es beginnt von Velvet Underground, Oh Sweet Nothing, und das passt so schön in dieser Szene und das sieht so perfekt aus und hat mir so gut gefallen, deswegen packe ich das hier auf die Playlist. Kate, was hast du? Ich habe mal in der Vergangenheit gegraben und Chris auch, wenn ich das richtig sehe. Nee, tatsächlich nicht. Von The Fray, How to Save a Life ausgesucht. Okay,
Ach, ist das der neue, Chris? Das ist tatsächlich nämlich der neue. Ja. Weil es gibt tatsächlich, so doof es klingt, einen neuen Song von den Beatles. Wer hätte es gedacht? Okay. Der heißt Now and Then, den hat man ausgebuddelt. Den hat man wahrscheinlich irgendwo ausgebuddelt, tatsächlich. Und ich finde ihn eigentlich ganz okay, deswegen dachte ich, ist es doch auch mal hier schön, wenn man eine Neuveröffentlichung der Beatles nochmal draufsetzen kann. Dann machen wir das auch. Wahrscheinlich wird es in ein paar Jahren noch etliche neue, in Anführungszeichen, neue Songs von Beatles geben, wenn die AI so weit ist, dass ihr da... Hier, das Lied wurde 1995 von den übrigen drei Beatles überarbeitet, 2022 von den beiden verbliebenen Mitgliedern fertiggestellt und 2023 als Single veröffentlicht. Ja, du nimmst ja in so Studios, gerade solche Bands, die so viel Output hatten, du nimmst natürlich dann sehr viel auf und manche Sachen sagst, ach nee, das Lied, das mache ich jetzt nicht auf diese Platte drauf, damals war es ja noch Platte. Das hebe ich mir mal auf für irgendwann und ja, dann kommt vielleicht der Moment nicht und dann sind halt solche Sachen, die dann irgendwann mal wieder entdeckt werden. Ne? Das sind ja einige Bands und ja, ich höre dann gleich mal rein. Ich wusste noch gar nicht, dass es jetzt schon da ist, verfügbar, aber ich habe es jetzt gerade auf die Playlist gepackt. Dürft ihr, liebe ZuhörerInnen, auch tun, auf Spotify einfach KinoCast Songs checken und jawohl, ist drauf, dann... Vielen Dank fürs Mitmachen. Nicht vergessen, morgen Sneak Preview in Stuttgart, der Innenstadtkinos. Und da gibt es ein Bilderrätsel. Und ich habe auch ein Bilderrätsel. Und ich habe auch in der Sneak Preview Gruppe, in der Chloe Sneak Gruppe, auch schon einen kleinen Teaser gepostet. Ist natürlich nur das halbe Bild. Aber das halbe erste Bild habt ihr schon mal. Ist natürlich eher so spaßig gemeint. Aber tatsächlich, das ist die Hälfte von dem ersten Rätselbild, was ihr da sehen könnt. Genau. Dann euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Cat Person. Bis morgen dann. Nee, stimmt nicht. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Bis bald im KinoCast.